Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video wirst du die Aufgabenstellungen, mit welchen du die Codes der Aliens entschlüsseln kannst, kennenlernen. Nimm dir dafür einen Zettel und einen Stift zur Hand, so kannst du die Aufgaben gemeinsam mit mir lösen. Legen wir los. Dividiere die Summe von 1/4 und 3/8 mit der Differenz von 8/10 und 3/5. Als erstes überlege dir, welche Informationen du der Angabe entnehmen kannst und markiere diese. Dadurch kannst du besser erkennen, wie du die Rechnung aufschreiben musst. Ein wichtiges Wort ist dividiere. Deshalb markieren wir es. Und gleichzeitig mache ich das Divisionszeichen darüber, damit es für mich übersichtlicher wird. Als nächstes markiere ich Summe von 1/4 und 3/8 und schreibe mir die Rechnung gleich mal darunter auf. Zuletzt markiere ich noch Differenz von 8/10 und 3/5 und schreibe die Rechnung auch wieder auf. Als zweites überlegen wir uns, in welcher Reihenfolge nun die zwei Rechnungen und das Divisionszeichen aufgeschrieben werden müssen. Wenn wir die Aufgabe nochmal der Reihe nach lesen, kommen wir zur Rechnung 1/4 plus 3/8 dividiert durch 8/10 minus 3/5. Beachte nun noch die Klapustri-Regel. Stimmt die Rechnung so? Richtig, weil es heißt Punkt vor Strichrechnung, würden unsere zwei Rechnungen, die wir ganz am Anfang aufgeschrieben haben, nicht als Addition bzw. Subtraktion, so wie wir sie aufgeschrieben haben, ausgerechnet werden. Deshalb müssen wir Klammern setzen, welche unsere Rechnungen sozusagen vor falscher Reihenfolge schützen. Pausiere das Video und versuche nun, die Klammern richtig zu setzen. Als drittes müssen wir jetzt die Rechnung lösen. Erinnere dich an das Intro-Video. Am besten, du machst dir eine Checkliste mit den einzelnen Schritten, damit du keinen vergisst. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn du bereit bist, die Aufgabe alleine zu lösen, stoppe das Video und spiele es weiter ab, um deine Lösung zu kontrollieren. Oder du rechnest die Rechnung Schritt für Schritt mit mir gemeinsam durch. Du hast die Wahl, beides ist in Ordnung. Erster Schritt, Klammern ausrechnen. Dafür müssen wir den Nenner der Addition und den Nenner der Subtraktion auf gleichen Nenner bringen. Nun können wir die Addition und die Subtraktion lösen. 2/10 kann gekürzt werden. Bei einer Division müssen wir den Kehrwert bilden. Das heißt, 5/8 mal 5/1 ist gleich 25/8 oder 3/1/8. Jetzt bist du schon fast bereit, um die Welt vor den Aliens zu retten. Davor stellen uns die Aliens im Video Basic 2 aber noch vor eine etwas schwierigere Aufgabe. Bis gleich!